So. Auf in die nächste Mission. Die Gefahren sind mir gleich. Es geht um das Wohl der Königin. Milady, die scheint mir nicht... Ein Angriff auf das Lager wäre unklug. Er kämpft mit uns. Ich habe keine Wahl, Talion. Ich benötige dieses Elixier. Selbst der Fremde denkt, es sei ein törichter Plan. Ich weiß, an wen sie dich erinnert. Sie ist von dieser Welt. Du bist es. Genug! Wir greifen an, wie geplant. Ich kümmere mich um die Orks. Wir könnten dir ungesehen folgen. Wir finden die Medizin und verschwinden. Der weiße Zauberer hat von der Königin Besitz ergriffen. Nur aus dem Hinterhalt können wir Letariel und ihren Männern den Weg zum Elixier sichern. Deine Gefühle vernebeln deine Sinne. Risiko ohne Lohn ist purer Leichtsinn. Diese Medizin wird den Geist der Königin heilen und dir deine Antworten bringen. Mag die Wahrheit für unser Bündnis mit diesem Volke sprechen. Sie wissen, dass sie alles tun wird, um ihre Königin zu schützen. Sie weiß, dass kein Haus ohne Grundpfeiler bestehen bleibt. Ich weiß nicht, was das für Türme sind, aber Stakuga kamen sie teuer zu stehen. Der Hauptmann musste ihn von seiner Leiche lösen. Okay, ja. Warum sollten wir uns die Hände schmutzig machen, wenn ein Karagor die Uruks für uns töten kann? Karagor stinkt wie verfaulender Mensch. Kaum hast du einen Karagor im Lager, stinkt es überall nach Blut. Ich bin mir sicher, dass du das bist. Nicht bewegen! Als ich von der Jagd zurückgekommen bin. Was meinst du mit seltsam? Waren wahrscheinlich nur ein paar Ghule, die sich die Seele aus dem Leib geschrien haben. Letariels Entschlossenheit ist ansteckend. Ich verstehe, warum ihre Männer ihr folgen. Der Waldläufer liebt es, uns mit Menschen Angst zu versetzen. Lasst sie nicht in eure Köpfe. Standhaft und kämpft. Wir haben die Elende des Kramen einmal gefangen. Wir fangen sie auch ein zweites Mal. Sie wird ausgeweidet, noch bevor ihr euch verseht. Ich hört
hörte meine Jungs letzte Nacht von deinen großen Heldentaten reden. Kann's kaum erwarten, ihnen zu erzählen, was ich dir jetzt antue. Okay. Bin zu schnell für dich. Ich hab dich schon einmal daran gehindert. Habt ihr gefunden, was ihr suchtet? Ja. Überbringt dies der Königin, unverzüglich. Ich bezweifle, dass irdische Medizin ihre Königin heilen kann. Hoffentlich hilft sie deiner Mutter. Wir fanden diese Botschaft. Die Orks planen eine Versammlung bei der Fischerstadt. Wir können sie dort überfallen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich stehe gerne zu Diensten. Dafür sind wir dir dankbar. Dies ist nicht dein Volk, Talion. Gedenke deiner Frau und deines Sohnes. Treff die Vorbereitungen. Ja. Jeder Moment ist kostbar. Sascha. Letariels Stärke zeigt sich darin, wie sie ihre Männer führt. Sie zeigt sich in den Augen ihres Volkes durch Respekt statt durch Furcht. Okay, was haben wir da? Schnellreise dorthin am besten und dann geht's gleich weiter. Schön. Nächste Hauptmission. Und ja, jetzt hier gleich. Moment! Okay. Ich gar nichts weiß, bist du mir nicht von Nutzen. Wenn ihr mit ihr fertig seid, hängt sie auf. Sorgt dafür, dass der Grabwandler sie finden kann. Du gehst nirgendwo hin, Mann. Sag uns, wo er sich versteckt und wir töten dich schnell. Jetzt töten wir dich langsam. Genau wie ich es mag. Okay. Das war Litariels Schrei. Wir müssen sie schnellstens finden. Bewahre Ruhe. Panik erschwert nur deine Schritte. Es scheint, als seien all ihre Männer tot. Deshalb müssen wir sie finden. Sie hat niemanden mehr, der ihr beisteht. Der Sklavenmeister ist durchgedreht, weil ich dem Karago einen Sklaven gegeben habe. Naja, ständerische Beschonung. Ich glaube nicht, dass er jemand war. Sicherheit, das Gesicht.
zwar schon. Du sollst gehorchen. Wo ist sie? Vielleicht fängt sie an zu plaudern, wenn wir sie ein bisschen aufschlitzen. Runter auf die Knie! Ich fürchte euch nicht. Schneidet nochmal in mein ich Fleisch, wenn ihr euch traut. Hier bin ich. Bring euch ihn halt um, wenn er zurückkommt. Sie zwang mich zuzusehen, als sie meine Männer einen nach dem anderen töteten. Ich kenne dieses Gefühl. Wir müssen uns beeilen. Die Uruks erheben sich, wenn ihre Brüder fallen. So auch mein Stamm. Plane deine Rache erst, nachdem wir entkommen sind. Ich bin nicht auf Rache aus. Ich kämpfe, weil es falsch wäre, es nicht zu tun. Okay. Tod den Verrätern! Talion, ich vermag nicht mehr, mein Schwert zu ziehen. Dann ziehe ich es an deiner Stelle. Für dich, Talion. Du wurdest meinetwegen verletzt. Ich bin dir bloß eine Last. So. Du hast den Geist eines Kriegers. Noch nie traf ich eine Frau mit solch einer Kampfeskraft. Ich hatte keine Wahl. Im Angesicht der Dunkelheit ist es unsere Pflicht, für das Licht zu kämpfen. So viel ist das nicht mehr. Der Ansturm kennt kein Ende. Ruhig. Ich bin hier. Beeilen wir uns. Mein Bein mag gebrochen sein, aber nicht mein Geist. Der Turm Saurons fragte mich, wo du dich verbrennst. Doch ich habe dich nicht verraten. Dann hast du es nicht bestellt. So wie du nun was schön. Oh, letzten Meter noch. Super. Hier, ruh dich aus. Warum tust du das? Um die Blutung zu stoppen. Nein. Warum hast du mich überhaupt gerettet? Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Und einen Sohn. Und ich begrub sie und jeden, der mir nahe war. Bleib bei uns. Meine Mutter kann dir helfen. Ich kann nicht.
Ich gehöre hier nicht her. Mein Volk wird dich als Helden ansehen. Da drüben! Dass du allein laufen kann? Ist das deine Antwort? Milady! Helft ihr! Ihr seid verletzt. Lasst mich helfen. Ihr müsst diesen Ort sofort verlassen. Ihr seid hier nicht sicher. Danke, Waldläufer. Nitariel und ihr Volk werden Mordor nicht überleben. Entweder gehen sie oder sie sterben. Dafür wird die Schwarze. So, los geht's. Töte die Herde und der Bulle wird attackieren. Das ist einfach. Töte. Kämpfe ich weitergehen. Bin ich dein Gegner? Okay, wir haben den Ton nochmal. Der nächste bitte. Gut, wir haben eine Fähigkeit frei, was nehmen wir? Gut, wir nehmen uns festnageln. So, Menschendreck, ja. Oh, du bist mir wahrlich ein Dorn im Auge. Doch jetzt ist es Zeit, dass du dich ausruhst. Für immer! Das wird nicht! Menschendreck! Alle machen mir heute nur Ärger. Ich werde euch alle niedersetzen, nur damit ja, ihr still seid. Oh, Paulino.
Ja, zu normal. Du hast dich wohl verschätzt, was? Das kostet dich dein Leben. Ja, ist klar. Ha! Mich täuscht du nicht! Du bist mir im Weg! Es nicht wert, meinen Anführer anzusehen. Ja. Du brauchst ihn nicht zu betreten. Oh, nicht. Bein. Hey, der nächste bitte. Nur die Stärke des Steins übersteht die Flut. Überstehe die Wellen des Häuptlings und er zeigt sich uns. Na gut, das beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.